Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Suavelos, zu einem weiteren Let's Play Together Part. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Ich führe die mächtigen Galater zusammen mit meinem guten Kollegen, den Supernasen, unter der Führung von dem Kalimo. Und ich erinnere mich so düster, dass uns diese Armee auf den Wecker gegangen ist, weil dann hier eine Revolte droht. Und weil wir dir natürlich wieder ein paar Provinzen zurückorganisieren wollten. Und ich hoffe mal, dass wir heute einen kleinen Rückeroberungsfeldzug vielleicht in Amasea starten können. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich grüße dich. Ja, Mensch. Ja, das war irgendwie alles nicht ganz so cool, was hier passiert ist, weil Armenien dann plötzlich ankam und hier alles weggenommen hat, was ich mir sauber peu à peu nacheinander erobert hatte. Ich habe mich zwar nach Westen hin einmal ausgeweitet hier mit Dicomedia, aber das war kein guter Deal, glaube ich. Ja. Und ja, ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir das hier aufgenommen haben. Wobei ne? Das schon wichtig war, dass du hier eine komplette Provinz kriegst. Also das wird auch alles wieder. Da bin ich ganz, ganz, ganz fest von überzeugt. Ja, bestimmt. Ich würde sagen, ich war ja fertig mit meiner Runde. Ne? Wir gucken mal rein, was das Schicksal dir so bringt. Ne? Ja. Stimmt, hier sind die anderen erstmal dran, ne? Oh, Moment, der Mystic Hero hat noch... Nee, die werde ich aber nicht einsetzen. Ja, da müssen wir mal gerade laufen lassen. Ich wollte noch keine Fähigkeiten hier vergeben. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt muss Bithynien bitte ins Gras beißen und zwar so richtig. Die stehen gerade still. Sparta will, dass ich Epirus angreife. Dann machst du nicht. Nee, du machst keine Kriege. Aber Epirus ist doch sowieso, glaube ich, schon vernichtet. Ah, nee, die sind nicht vernichtet, ne? Die hängen da oben irgendwo rum. Die ich sind weiß manchmal nicht. Ganz schön stark, wenn die KI die spielt. Also entweder geben sie dir einen Tausender dafür oder ich würde es wahrscheinlich gar nicht machen. Wie gesagt, Konflikte begrenzen ist ganz, ganz wichtig bei uns. Abgelehnt. Oh, Armenien hat nichts gemacht. Doch, die sind bei dir da unterwegs, ne? Oh, und sie greifen. Ha, ich wusste es. Er kauft alle Söldner, die es gibt. Ich wusste es. Er hat alle Söldner in dieser Region gekauft. Dieses Spiel ist so eine Bitch. Sorry, dass ich das mal echt so sagen muss. Okay, ich ziehe mich einmal hier zurück. Und er kann mich natürlich nochmal angreifen. Ja, okay, wir sehen ein kleines Gefecht, ne? Oh, automatisch? Na, da guck ich doch mal zu, ne? Hier. Ja. Aber da möchte ich auch nichts mit zu tun das haben. Das ist so geil. Ey, Bithynien, du bist so ein Scheißverein. Ich sag's dir, ohne Witz, der lähmte halt nur in meinen Regionen rum. Das gibt's einfach nicht. Es ist echt so unglaublich frech. Natürlich kämpfen wir im Wald, da wo die KI die wenigsten Abzüge bekommt. Nee, so jetzt muss ich aufhören hier die KI zu haten. Ich hasse das Spiel ja so oder so schon. Da bist du auch. Okay, wir machen so ein bisschen Draufsicht. Ich gebe dir... zwei Kavallerieeinheiten. Scheiße, ja. Was du damit machen müsstest, nach Möglichkeit, wäre zu versuchen, seine Steinschleuderer auszuschalten. Das sind in der Tat Einheiten, die mir hier gefährlich werden können. Wir stellen uns hier drüben auf. Ja, da kommen wir nochmal mit hier. Ja, das Ding ist ja folgendes. Ich sag auch gleich mal in etwa, was ich da so vorhabe. Die Sache ist, er hat ganz, ganz viele Plänkler mit Speeren. Ne? Die sind zum Glück ein bisschen genervt worden und im Idealfall können wir die auch kann ich die mit meinen Adelsreitern so ein bisschen platt machen. Vor allen Dingen viel wichtiger ist es aber hier auf jeden Fall mit den keltischen Steinschleuderern zu schießen. Das ist, glaube ich, ganz essentiell. Ich muss übrigens nochmal ganz kurz einmal hier die Einheit ein bisschen umformieren, denn die stehen mir ein bisschen... Moment. Ich will die ein bisschen tiefer aufstellen, damit die ein bisschen mobiler sind. Das wäre mir doch so ganz recht. Genau.
So lassen wir die mal gerade stehen. Also der wird ankommen mit seinen ganzen Plänklern und wird versuchen, uns da zu harassen. Im Idealfall versuchst du, die mal so, nur so ein bisschen wegzuscheuchen oder auf mein Kommando dann eben einen Angriff auf seine kleinen Plänkler. Das wäre vielleicht sogar am besten. Diese kleinen Steinschleuderer und Speerwerfer. Wenn wir die bekommen könnten, das wäre hervorragend. Ja. Mal sehen, ob das mit mir klappt, du. Ja, ich bin mir da auch noch nicht so sicher. Aber ich vertraue dir trotzdem. So, wir ziehen uns hier ein bisschen... Wir ziehen uns noch ein Stückchen zurück. Und zwar ungefähr so hier... Auf die Linie ungefähr. Da möchte ich gerne hin. Einfach nur, damit er keine Möglichkeiten hat, uns zu umlaufen. Wenn wir ganz kurz hier ein bisschen Gas geben, er greift uns hier an. Oh, sie ploppt mal auf. Oh... Söldner Plänkler-Kavallerie ist ja auch nicht schön, ne? Ja, der hat ultimativ, die Armee besteht ja zur Hälfte aus Söldnern. Wenn der nicht alle verfügbaren Söldner in der Region nachgekauft hätte, hätte der auch so oder so gar keine Chance gegen uns, ne? Muss man ganz kurz gucken. Die freien Herberner können total sogar noch was werfen, ja. Wie sieht die Range aus von meinen Steinschleuderern? Mit denen muss ich versuchen, die Kavallerie ein bisschen im Griff zu behalten. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ja. Wir haben schon dreifache Geschwindigkeit, ne? Und das dauert noch ein bisschen, bis die da sind, glaube ich. Vielleicht bleiben die auch einfach im Wald stehen. Aber nein, sie greifen dich ja an, also theoretisch läuft müssen irgendwo, sie... Spiel, haben wir eine Schlachtzeitbegrenzung? Ich glaube nicht, ne? Weiß ich nicht, ob du die eingestellt hast. Ach, ich muss sie einstellen. Dann habe ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Bis ja der Horst. Ja. Da kommt doch Eppes. Ja. Da kommt doch Immes. Immes Frimmes. Jemand Fremdes. So, jetzt machen wir gerade. Ich mache mal ganz kurz langsam. Ich will mir mal schnell die Einheiten so ein bisschen gerade angucken. Also vorne die Plänkler dahin, die Speerträger. Was ist ein General? Bithynische Infanterie. Schau mal gerade, was ist das für eine Infanterie? Sind das Sichelkämpfer? Ne, das sind so Axtkämpfer, ne? Okay, gut. Die sind aber für einen Kavallerieansturm jetzt nicht gerade die heftigsten Gegner. Adelsreiter. Was mich echt gerade so ein bisschen irritiert, ist, dass ich seine Kavallerie nicht sehe. Ich versuche mal hier so ein bisschen... Tja, die versteckt sich halt, ne? Ja, ich laufe mal mit dem General so ein bisschen vor in dieses Wäldchen. Ja. Um ein bisschen rauszugucken. Ja, um mich da auch zu verstecken, da sehe ich hier die Kavallerie da auf der Flanke. Plänkler, Kavallerie. Ne, genau. Söldner Kavallerie. Oh, das ist das Nahkampfkavallerie? Ne, das ist alles Fernkampfkavallerie. Auch die Kappadokische? Nee, das sind Nahkämpfer, glaube ich. Unser General wird angegriffen. Oha. Jetzt kommen sie aber. Ja. Willi will's wissen, ne? Söldner Plänkler-Kavallerie, kappadokische Söldner-Kavallerie, Söldner Plänkler, was soll man denn da machen? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Erstmal mache ich mal gerade ein bisschen langsamer. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist Steine schmeißen. Das ist ein guter Plan. Denn die, relativ... anfällig dafür. Die sind relativ anfällig, die sind schwach gepanzert. Ich muss jetzt aber verhindern, dass sie auf meine Einheiten schießen. Vielleicht kannst du einfach nur mal schauen. Schau mal nur, was die hier machen. Du musst da noch nicht sofort angreifen. Mal ein bisschen drauf zureiten. Ja, vielleicht mal gerade so gucken. Moment, die KI nutzt hier, glaube ich... den Plänkel-Modus gegen mich aus. Oder? Ne, das geht tatsächlich noch. Warte mal. Doch, ne, sie nutzt den tatsächlich gegen... Das ist so eine Frechheit. Unglaublich. Unglaublich. Unfucking glaublich. Du rennst jetzt bitte wieder sofort hier hin.
Und du kannst in der Tat da so stehen bleiben. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Da kommt aber die kappadokische Söldnerkavallerie. Das ist Nahkampfkavallerie, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die leichte Kavallerie... Dann ziehe ich mal meine Speerkämpfer da zu dir und ziehe dich mal ein bisschen zurück. Ja. Im Idealfall hinter die Speerkämpfer. Ja, sie drehen bei. Uha. Das werden die natürlich schön von der Plänkler-Kavallerie noch ein bisschen abgeworfen. Ja, einer, ja, super, der eine hängt am Baum fest, das ist auch gut. Und ist gerade gestorben deswegen, super. Hat er gut gemacht. Ja, also ich möchte ja nicht viel sagen, aber es sieht nicht gut aus. Nee, das sieht definitiv nicht gut aus. Ich meine, der hat ja unglaublich viele Truppen, ne? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich kann ja mit meinen Leuten hier jetzt auch nicht so unbedingt raus. Ich muss mal gerade gucken, was haben wir ihm denn so weggemacht? Tatsächlich haben wir da noch eine weitere Einheit gekillt. Und da haben wir ein paar gekillt, das ist schon mal okay. Er hat mir auch schon 7 Einheiten von der Leibwache weggeschreddert. Der hat halt auch einfach viel zu viel Plänkler. Ja, kriegen die Speerträger das gut hin? Kriegen sie das da? Ich motiviere sie mal. Geh mal ruhig mit der Kaff dazu. Zu den Kavalleriekampf da. Wo sind sie? Ach, da sind sie. Er kann ja eigentlich nicht so gut kämpfen da im Wald mit seiner Kavallerie. Chargen wir mal ein bisschen rein. Frage ist. Boah, schießt er mir die komplette Infanterie zusammen, ey. Was für ein Arsch. Oh, der Charge hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Ja, wichtig ist, dass der da nicht durchbricht. Zurückziehen kurz und gleich nochmal anreiten. Ah, ja, die freien Herr waren dann sehr auch gut drauf. Ja. Klappt ja ganz hervorragend. Der Plan ist gut. Aber wer würde schon davon ausgehen, na gut, der schießt denen auch Pieler in den Rücken, aber wer würde schon davon ausgehen, dass der im Wald gegen Speerkämpfer verliert, ne? Ja, lächerlich, ne? Das macht man ja nicht. Kannst du vielleicht mit einer Kavallerieeinheit, genau, die ziehst du ja auch gerade darüber, hier so von hinten rein? Mal da dran vorbeikommen hier. Was sind das? Ach, die Steinschleuder. Okay, ja, ich versuch's mal. Wie ich die Einheiten kenne, werden die gleich komplett zerberstet von den Söldner-Plänklern da. Ja, die kriegen schon ordentlich was ab dadurch gerade. Scheiße, also ich muss so weg. Sonst guck ich mal an der Seite mal vorbei da. Boah, ey, ich krieg die Kappadokia nicht platt, ne? Und meine Einheiten bleiben einfach da stehen und lassen sich abschlachten. So bin ich's gewohnt von diesem Spiel. Okay, ich mach's ein bisschen schneller, ja? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ach, kriegen wir da überhaupt noch jemanden? Wow, ein unglaublicher Charge. Ist das lächerlich. Selbst mit der Einheit, mit der ich die Steinschleuderer ein bisschen aufreiben wollte, ist da nicht ganz viel bei rumgekommen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die halten aber lange durch hier. Die sind noch zu vier, zu dritt. Ja, jetzt sind sie tot. Gut. Alles klar. Der General reitet noch ein bisschen durch die Gegend. Ja. Nachdem der halt an jeder Einheit hängen bleibt, an der er da hängen bleiben konnte. Ja, vielleicht kriegt er noch ein paar Steinschlag. Wir haben die versteckten Feinde. Das wäre auf jeden Fall eine wahre Freude. Es ist noch machbar. Aber da ist noch bithynische Infanterie, deswegen kriegst du da gleich noch was mit. Ach, das ist ein General da, der sich da gerade hinstellt.
Boah, der hat einfach den kompletten Gen weggeschossen. Was für eine Scheiße, ey. Aber gut, ja, so ist das halt 5. 6 Einheiten. Das ja vor, ne? Wir fahren nicht so schlecht, ja. Oh Mann. Also, Bithynien, ey, ich hasse dich so, ey, ohne Witz. Das könnte ein kurzes Projekt werden. Ja, nee, wir schaffen das schon noch. Aber ich möchte halt einfach auch nur nochmal sagen, was dieses Spiel hier ausmacht. Du vernichtest eine Fraktion, sie hat eine Armee übrig, sie kauft alle Söldner, die es in allen Gebieten gibt, durch die sie durchrennt und kommt mit einer Fullstack zurück. So ist das halt bei dem Game hier. Ja, oder sie fährt über Wasser und... Ja, das macht die so oder so. Steigt in den Himmel auf und... regnet herab auf dich wieder. Genau, ja, ja. So ein, ja, ja, was für eine Fäkaldusche, ey, ohne Witz. Ja, das ist ja... ja. Das ist doch schön. Das macht doch keinen Spaß. Nee. Doch, es macht Spaß, sonst würden wir es nicht spielen. Aber ihr wisst ja auch, nochmal für meine Zuschauer, ne, mir macht es ja erst dann überhaupt Spaß, wenn ich mich total aufrege. Ne, so muss das. Und jetzt geht er natürlich in den Gewaltmarsch und steht auf einmal vor meiner Hauptstadt, ne? So stellt man sich das vor. Ja, also, und warte mal, oh, guck mal, die Armenier kommen meiner Armee entgegen hier. Guck. Ich weiß ja nicht so recht. Warte mal, kriege ich meine Armee so weit dahin, dass ich mit der anderen Armee da rangehen könnte und sie angreifen? Und es wäre eine Idee vielleicht. Warte mal. Okay, er ist jetzt wenigstens im Gewaltmarsch. Das heißt, er kann nicht mehr zurück. Er hat Einheiten verloren durch Verschleiß. Ein unglaubliches Einkommen von 331. Das ist echt schön. Der Vorteil, den du halt hast, ist, dass die Armenier im Gewaltmarsch sind. Sie haben also weniger Moral. Ja. Und du kriegst halt auf jeden Fall einen Überraschungsangriff. Der Nachteil ist halt, er hat unglaublich viel Fernkampfkavallerie, ne? Das stimmt, und ich habe fast gar keine Kavallerie. Kannst du plänkelnde Söldner dazu kaufen oder so? Ich habe 711, mal gucken. Was. Nee, ich kann dir Geld geben, die Bithynier plündern ja jetzt nicht mehr bei mir im Territorium, deswegen mache ich 800 Kröten mehr pro Runde. Das ist ja nicht schlecht, aber Plänkler, also Söldner Speerträger kann ich hier auswählen. Das keine sind, Schleuderer oder so? Mit der Armee nicht, und die mit ganzen, der anderen Armee. Und die ganzen Plänkel-Söldner haben wahrscheinlich die Bithynier alle weggekauft, die sie hier kamen. Das mag sein, aber Söldner Plänkler-Kavallerie könnte ich holen. Das ist nur eine reine Kite-Armee gewesen. So ein asozialer Spieler. Wie gesagt, ich versuche meine Armee mal hier mit hinzuziehen. Wie sieht das jetzt aus? Wenn ich die. Ja, wenn ich sie angreife, dann kriege ich auf jeden Fall den. Die Unterstützung und den Vorteil, dass er wahrscheinlich stark geschwächt ist, ne? Da würde sich wahrscheinlich sogar eine Auto... Also wenn du überlegen bist, würde sich wahrscheinlich sogar eine Autoschlacht anbieten. Ja, das glaube ich auch. Ich frage mich jetzt, ob ich jetzt noch einmal Söldner hier dazu holen soll. Ja, mach. Oder? Ich gebe dir Kohle. Ich habe noch 711, also von daher 2-3 Söldner kriege ich da noch mit raus. Ja, also wie gesagt, ne? Aber dann du kriegst meine finanzielle Unterstützung auf jeden Fall. Gucken wir mal. Die Söldner-Speerträger oder Söldner-Plänkler. Warum kosten die Speerträger mehr als die Kavallerie? Nimm auf jeden Fall so viel Söldner dazu, wie du nehmen kannst, weil er kann sich nicht zurückziehen. Du musst jetzt gucken, dass du diese Armee da nach Möglichkeit vernichtest, ne? Alles, was die Armenier jetzt verlieren, können wir nachher einfacher platt machen, ne? Die Kavallerie kostet nicht so viel. Das ist erstaunlich. Die Kavallerie kostet weniger als die Bodentruppen. Okay, Söldner-Hügelmänner kann ich noch holen. Nimm, was du kriegen kannst, ich gebe dir das Geld, sonst schnorr mich über das Diplomatie-Menü an, ne? Oh ja, 3 Einheiten. Oh ne, hier, Reiter. Du kannst ja die Söldner nach der Schlacht wieder auflösen, aber ich würde ihr auf jeden Fall versuchen mitzunehmen, ne? So, da haben wir jetzt nochmal 3 Söldner einhalten Jawohl. Können. Jawohl, okay, damit bist du auf jeden Fall überlegen, wenn ich du jetzt angreifst. Ich kann sogar nochmal einen. Ach, komm jetzt hier. Jetzt habe ich noch 7 Geld und dann passt. So. Und Attacke.
Na, das ist ja lächerlich. Der war ja automatisch hier. Automatischer Angriff. Was machen wir denn da? Aggressiv. Ja, aggressiv bringt am besten. 83% verbleibende Streitkräfte. Sieht auch gut aus. Ja, und natürlich so. Die Gefangenen töten, dass er so tot wie möglich ist danach, ne? Gefangene töten. Wie viele Gefangene haben wir denn? Gefangene töten. Zack. Ja, aber läuft ja noch relativ gut weiter da. Und du kannst ihn nochmal angreifen, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, also das würde ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Mit der Verstärkungsarmee, also warte mal, ich kann ja, glaube ich, hier reinzeichnen, ne? Mit dem nochmal so hier so ein bisschen hin, ne? Dass du den nochmal dazu bekommst und dann hier angreifst. Das geht leider nicht. Das geht nicht? Nee. Also von mir aus sehe ich, dass der sich noch weit, also die Auserwählten der Persephone, die können sich weit genug bewegen, um die Helden unter Männern anzugreifen. Die können sich bis hierhin bewegen. Echt? Da, wo die anderen jetzt gerade stehen, ja. Das wird mir dann, ach so, warte mal, das wird mir deswegen falsch angezeigt, weil das Spiel ja nicht weiß, dass deine Runde noch nicht beendet ist. Ja, dann würde ich da ansonsten die Söldner auflösen in dieser Armee vielleicht und mal überlegen, also mit da ist ja nicht mehr, bei den Helden unter Männern, da kann ja nicht, da ist ja nicht mehr viel übrig, oder? Nö, die Reiter sind so auf insgesamt. Du hast 11 Mann, die müsstest du doch locker kriegen, wenn du die jetzt angreifst, oder? Also du musst die Armee da jetzt auf jeden Fall vernichten. Ja, das ist easy win hier. Gib ihm. Ja, das wird hier. Zack, sehr geil. Zack. Kleine Kombination und dann ist er tot hier. Da blutet das Schwein. Da blutet es. Oh, Gefangene töten. So. Rang erhöht. Jetzt ist der General auch besser geworden. Militärtradition. Die Supernasen. Super. Und jetzt direkt die komischen Dinger auflösen hier. Sonst kannst du das vergessen mit meinem weiteren Vorbestehen. Ja, ich würde die Axt, die Söldner-Hügelmänner in der Armee Auserwählten der Persephone, die würde ich auflösen, die beiden. Ja, war ja auch gleich. Aber die östlichen Söldner-Speerträger würde ich vielleicht behalten, wenn sie dich nicht allzu teuer zu stehen kommen. Oh, kosten 167 pro Runde. Ja, musst du mal gucken, ob es dir das wert ist. Also, du brauchst auf jeden Fall halt gegen die Armenier Fernkämpfer galore, ne? Das ist ganz wichtig. So, jetzt mal wieder 500 pro Runde. Das ist so halbwegs okay. So, der General ist aufgestiegen. Ah, ne, die Militärtradition. Bau mittlerer Belagerungs... Nee, Waffenschaden durch Nahkampf. Waffenschaden durch alle Geschosseinheiten. Das klingt doch gut. Angriffsbonus für alle Streitwagen. Nee, ich nehme den Waffenschaden für Geschosseinheiten. Wenn ich sowieso Fernkämpfer brauche, dann mache ich das mal. Rekrutierungswelle Einheiten... Minus Armee, Gravitas, Autorität. Aber was gehe ich denn da sowieso? Auf Autorität. Ja, dann nehmen wir doch das Ding mit hier und Rekrutierungskosten für die Armeen senken wir dann nochmal. Zack, gib ihm. Und der andere Herr geht noch dahin. Und kommen wir mit der wieder zurück in die Stadt? Nee, kommen wir nicht. Naja, wir versuchen unser Bestes hier. So, die Armenier. Haben sie jetzt gerade, denken sie jetzt gerade so... Die haben auf jeden Fall eine Armee verloren, was gut ist. Du kannst ansonsten mal schauen, kommst du mit den Auserwählten der Persephone, wenn du in den Gewaltmarsch gehst nach Sinope? Ja, locker. Ja, dann geh nach Sinope. Da kriegst du ja viel mehr Verstärkung mit denen jetzt, ne? Viel mehr Verstärkung und meine Stadt geht auch nicht den Berg runter. Den Bach, ja. In der Zufriedenheit. Den Berg runter, den Berg runter ist es schon mal irgendwann Bach. Gegangen, würde ich sagen, aber. Ja, das ist, aber da würde ich jetzt an deiner Stelle echt kein Brett vor den Mund nehmen. Da musst du auf verschiedenen Punkten tanzen. Ja. Warum habe ich eigentlich noch eine Flotte? Die können ja auch auflösen, theoretisch. Ich meine, ich weiß ja nicht. Bin ja nicht so der Seeschlachten-Fan, von daher. Mhm. Vor allen Dingen, das sind jetzt aus. Weiß ich nicht. Warte mal, was kosten die denn? 88? Das sind ja allein schon über 300. Über 500 bezahle ich für die Flotte, die ich nicht benutze. Eigentlich so. Ja, dann löst die auf. Also ich bin auch kein Fan von Flotten bei diesem Spiel. Zumal man seine eigenen Einheiten ja auch mit der Flotte losschicken kann. Ja. Theoretisch. Ja. Komm, nimmst du weg hier, die Jungs.
Kann ich die aufhören? Ja. Ich meine, allein dein Admiralschiff kostet dich 204 Kröten pro Runde, ne? Zack, auflösen, tschüss. Oh, jetzt mal wieder über 1000 pro Runde. Also, ich brauche dein ordentlich, Geld. Ordentlich. Wobei, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, klang das schon fast beleidigend, aber ich brauche dein Geld nicht. Also auch vollends so geworden. Ja. So, aber ich glaube, erforsche ich noch was? Ja, ich erforsche noch was. Ist das Erste, was ich erforsche? Nee, das Zweite. Okay, gut. Gut, dann bist du jetzt mal dran. Bitteschön. Okay. Ich habe meinen komischen Spion da oben nicht rumgeschickt. Mensch, es geht wieder los. Der Spion hängt oben irgendwo im Norden rum und weiß nicht, was er machen soll. Naja. Macht er sich da halt einen faulen Lenz erstmal eine Runde. Ja. So. Kleinen Schluck trinken. So. Da kommt die wackeren Ritter. Ja. Die wackeren 19 Ganzlinger. Mystic Hero. Ja, da ich den Namen vergesse. Ich weiß, dass irgendjemand einen Namen vorgeschlagen hatte unter dem letzten Part oder unter dem vorletzten Part. Der auch sehr viele Daumen nach oben bekommen hat. Leider habe ich ihn vergessen. Oder nicht mehr nachgeguckt vor der Aufnahme hier. Hm. Da es ja auch schon irrsinnig lange her ist, dass wir das jetzt hier aufgenommen haben. Wir sind ja beschäftigte Menschen. Boah, geil. Natürlich scheitert mein Spion mit 70% an dieser ätzenden Kackarmee, ey. Mann. Die ersten Männer, die bleiben auch die ersten. Ja, die ersten werden die... Nee, ich mach diesen doofen Spruch jetzt nicht. So, dann bitte... Habe ich irgendwie einen passablen Söldner? Nicht wirklich, ne? Boah, sind die teuer, ey, ne. Mhm. Ich kann dir noch 7 rüberschicken. Also 7. 7 Schatzkammer. Mit was bezahlen denn die Pontos? Okay, gut, wir haben ihn geschnetzelt. Das hat ja funktioniert. Und wie ich habe leider eine Kaff verloren, das ist saukacke, aber... Ja, bitte fast klar. So, Bithynien ist vernichtet. Damnatio Memoriae, Motherfucker. Okay. So, wir rekrutieren auf jeden Fall. Ach, das wird mir falsch angezeigt, ne? Der ist eigentlich... Boah, ey, das ist so... Das Spiel ist teilweise echt so dämel, ne? Jetzt hack nicht die ganze Zeit. Ja, du hast recht. Du hast absolut recht. Nachher weint das und will nicht mehr angehen. Oh, wobei, man könnte ja theoretisch, wenn man lange genug wartet, dann würde sich Amasea selber kaputt machen. 3 Runden und die öffentliche Ordnung ist auf minus 100 und dann gibt es da eine Revolte. Oh, nicht nur in Amasea, sondern auch in Trapezas. Ich überlege gerade, du musst mir gerade eine Entscheidungshilfe geben. Ja, bitte. Und zwar, also, soll ich... Das ist jetzt die Überlegung. Mit meiner Armee, mit Mystic Hero, ne, der ist bei 17 von 20. Ist also noch nicht ganz der Fullstack. Er ist ein bisschen angeschlagen, also aber nicht wirklich stark. Soll ich mit der nach Ankara gehen, um da mal für eine Runde die öffentliche Ordnung zu pushen? Heißt allerdings, ich kann keine Einheiten rekrutieren. Das müsste ich dann nächste Runde machen. Oder soll ich mich schon mal Richtung Armenien bewegen und Einheiten rekrutieren? Wobei ich das natürlich... Von meiner Warte aus würde ich mich ein bisschen safer fühlen, wenn ich eine Runde mal in Ankara campiert habe. Du wirst ja wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Runde sofort angreifen, oder? Nee, ich glaube, die Auserwählten der Persephone brauchen mal ein bisschen Ruhe. Ja. Da sehen die Einheiten nicht ganz so gut aus. Okay. Sweetest Tanz. Hier kann man die Einheiten noch nicht so zusammenlegen, ne? Hm, bitte? Oder? Kann man die Einheiten hier zusammenlegen? Ja, klar, kannst du die zusammenlegen. Das sehen wir aber dann im nächsten Part. Wir sind nämlich bei einer halben Stunde. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, um unseren möglichen Untergang abzuwenden.
wünsche euch bis dahin alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.